Mittelwald und Hochflutbett. Verweilen Sie kurz an der vor Ihnen liegenden kleinen Wiese mitten im Auwald. An dieser Stelle möchten wir Sie auf zwei Punkte hinweisen. Wenn Sie zurückschauen, sehen Sie eine sogenannte Mittelwaldfläche. Der Mittelwald war eine typische Bewirtschaftungsform in der Zeit vor der Industrialisierung. Einige wenige große Bäume, die sogenannten Überhälter, dominierten das Bild. Darunter vermehrten sich die Gehölze meist durch Stockausschlag. Diese wurden alle 10 bis 20 Jahre für Brennholz geschlagen. Die Überhälter hingegen wurden nur selten und vor allem für Bauholz entnommen. Mit der Industrialisierung wurde Holz jedoch mehr und mehr durch Kohle ersetzt. Die Mittelwaldwirtschaft verlor ihre Bedeutung. Man ging zum Hochwald über. Damit einher ging ein Rückgang all jener Arten, die auf diese alten, oft besonnten Laubbäume angewiesen sind. Um diese Arten wieder zu stärken und langfristig zu halten, wurde auf 13,5 Hektar des Leipziger Stadtforstes die Mittelwaldbewirtschaftung wieder eingeführt. Und vor Ihnen liegt die zweite Stelle, auf die wir Sie aufmerksam machen möchten. Diese Wiese ist ein Relikt des ehemaligen Hochflutbettes. Vor dem Bau der neuen Luppe wurde Hochwasser mittels solcher Schneisen von der Stadt weg in den Wald gelenkt und abgeführt. Dort hat es sich in den zahlreichen Armen des Luppesystems verteilt. Im südlichen Auwald können Sie noch funktionstüchtige Hochflutbetten in der Nähe des Wildparks oder an der Brückenstraße beim Coespudener See finden. Hier in der Burgaue ist nur diese Wiese mit der Flutrinne in der Mitte übrig geblieben. Auenwiesen gehören zum natürlichen Bild von Auenlandschaften. Die Auwaldpflanze des Jahres 2017 zum Beispiel, der echte Haarstrang, ist auf Auenwiesen zu finden. Auenwiesen sind deutschlandweit stark durch Flussregulierungsmaßnahmen und durch die Intensivierung der Landwirtschaft bedroht. Sie sind wie alle Lebensräume der Aue stark von einer möglichst natürlichen Wasserdynamik abhängig und daher besonders geschützt. Das Projekt Lebendige Luppe wird durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt gefördert. Die Lebendige Luppe ist ein Schlüsselprojekt des Grünen Rings Leipzig und des NABU Leipzig.